glaube, es wäre alles viel einfacher, wenn man darauf verzichtete, den Gral oder sonstige Reliquien zu suchen und sich damit begnügte, die Liebe zu finden. Meinst du nicht auch? Was willst du damit sagen? Nichts von Belang. Ich meine nur, dass wir uns manchmal auf die Suche nach etwas versteifen, was es nicht gibt. Das, was in Reichweite ist, hingegen nicht haben wollen. Fast hat man den Eindruck, Einfachheit, alles Einfache, reiche nicht aus, um die Welt der Wünsche zu füllen, oder besser gesagt, um das Bedürfnis des Menschen nach Wünschen zu erfüllen. Aber ich vermute, das war schon immer so. Sonst gäbe es nicht so viele Mythen und Götter. Hitler glaubt, die Lösung für dieses Problem gefunden zu haben, indem er die Vorstellung eines Gottmenschen wiederbelebt, eines überlegenen Wesens, das sämtliche Fragen und Antworten selbst mitbringt.